Hat irgendjemand für das Gefühl, dass ich weltfremd bin? Warte mal noch genau. Es passiert nichts von Sosam. Also es ist. Mit seinem Programm Weltfremd gastiert Roland Thüringer im Kulturzentrum Dr. Frezinowatz. Eingeladen von Neufeld Kultur zeigt er hier kein klassisches Kabarett. Ich habe es bis jetzt immer so gemacht, dass ich mir ein bestimmtes Thema hergenommen habe, eine bestimmte Gruppe von Menschen und das ein bisschen das Thema aufbearbeitet habe, satirisch und kabarettistisch. Und habe dann aber immer den Eindruck gehabt, dass die Leute im Publikum die Möglichkeit haben, dann über die anderen zu lachen und sie selber kommen ja nicht vor. Die haben mir gedacht, die müssen dann mal was Universelleres machen, wo keiner sagen kann, das hat mit mir nichts zu tun. Und dann habe ich mir gedacht, da muss man über das Leben einmal nachdenken, weil Leben tut ja bekanntlich auch jeder, der da drinnen sitzt. Und so ist es entstanden. Und dann habe ich geschrieben und dann dachte ich, das ist eigentlich viel zu lange. Das ist ja viel zu langes Programm. Und dachte, na, ist wurscht, ich mache dann einen zweiten Teil. Und dann habe ich beim zweiten Teil weitergeschrieben, dann war auf einmal der dritte Teil da. Und das Weltfremde ist eine Zusammenfassung dieser drei Teile. Also so eine Kompaktversion, wo ich mir hauptsächlich dieses Thema Denken. Denken, konstruierte Wirklichkeit und so hergenommen habe und das irgendwie zerhackt habe auf gut Deutsch. Ja. Um die Funktion des Denkens näher zu erklären, bedient er sich des Vergleichs zwischen Neandertaler und Homo sapiens. Der Neandertaler in uns, den kennt ja jeder. Ne? Das ist der Raubaffe, den wir nicht gerne wahrhaben wollen, ja? Den wir verleugnen, so gut es geht. Und wir schenken im Bodenzimmer nach dem Duschen, Pudel lockert vom Spiegel. Ne? Dann schaust du dich an und sagst, Alter, du musst weniger fressen, schau wie es da ausschaut, das ist ja nicht mehr zum Arschen, geht doch plattet so. Oh Gott, aus mit der Fresserei, Ende, jetzt Beinhaltetät, jetzt machen wir Sport, jetzt machen wir Bewegung, so schaut es aus, nämlich. Mit diesem Mantra im Kopf, man muss jetzt weniger fressen, man muss sich mehr bewegen, geht man an der Küche vorbei. Da ist er meistens mit dem Bewegen schon wieder vorbei, weil da übernimmt dann der Neandertaler ihnen das Kommando. Der macht dann die Süßigkeitenlade auf, holt sich die Baumstämme raus, holt sich die Tranchetkekse, geht zum Eischen und macht sich einen halben Liter Altdudler Weiß und der holt sich vom Fernseher. Und mit diesen humoristisch vorgetragenen Geschichten motiviert er sein Publikum, das Denkwerkzeug ebenfalls anzuwerfen. Für Roland Thüringer ein überaus gewollter Effekt. Ja, mein Gott, es ist teilweise auch eine Herausforderung für die Leute, die kommen, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man einfach nur hergeht und sagt, ich will nur lachen und Witze erzählt, das ist halt nicht. Also es ist sehr viel zum Lachen, aber es ist auch was, wo vielleicht ein bisschen was hängen bleibt, wo man sich einfach dann selber anfängt, Fragen zu stellen. Ja? Ist das gescheit, was ich da mache? Warum tue ich das eigentlich? Warum funktionieren wir nicht alle ein bisschen anders? Also insofern, dass die Menschen nachdenken, ist mir sehr recht. Ja. Manchmal macht sich das soeben eingeschaltete Gehirn selbstständig. Der Kabarettist hat auch für diesen Fall eine Lösung parat. Wir haben die Möglichkeit, die lärmende Maschine im Kopf auch abzuschalten. Nicht nur mit der 357er Magnum, auch mit Meditation. Was, glaube ich, jeder von Ihnen natürlich regelmäßig praktiziert. Ja, das machen Sie sicher, wenn Sie heimkommen nach einem anstrengenden Arbeitstag, fixe Foxy ausgepowert, gemobbt am Arbeitsplatz. Früher hat es verarscht geheißen, und das ist eigentlich so recht. Da ein bisschen schauen, dass sie ein bisschen runterkommen. Also alle fressen, alle rauchen, alle saufen, Kinder haben. Und dann, wenn sie merken, dass ihr Geist die Bereitschaft dafür hat, dann beginnen sie mit ihrer Meditation. Ja, zwar ganz einfach, indem sie den Knopf betätigen einer Fernbedienung. Und in dem Moment hört dieses Denken endlich auf. Das Denken hört auf, der Geist kann ruhen. Jemand anderer übernimmt für Sie Ihr Denken. Und irgendwann werden die Gedanken von Ihnen im Fernseher zu den eigenen Gedanken. Und Anstöße zum Hinterfragen gibt es genug in diesem Programm. Und umso mehr Menschen sich mit diesem Thema auch auseinandersetzen, bewusst und einmal fragen, was passiert da momentan eigentlich gerade in der Gesellschaft, umso besser ist es. Das heißt, umso öfter Menschen, die sich damit nicht so beschäftigen, nicht weil sie nicht wollen, sondern weil sie auch keine Zeit vielleicht dafür haben und keine Muße, wenn die immer wieder Informationen kriegen, die ein bisschen andere Informationen sind als die, was man aus dem normalen Fernseher rauskriegt, dann ist es schon mal sinnvoll. Also insofern kann man sagen, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen, dass man vielleicht über gewisse Sachen ein bisschen anders nachdenkt oder hinterfragt. Aber ehrlich, wollen Sie vielleicht im Schweiße angesichts ein Acker bestellen? Na eben, genau. Das ist doch viel bequemer, wenn man einfach arbeiten geht. Weil das sind die einzigen zwei Dinge, die man machen muss in unserer nicht mehr so christlichen Kultur. Man muss arbeiten gehen, das Geld, was ich verdient habe,
ausgeben, damit ein anderer auch Arbeit hat. Und hoffen, dass der auch sein Geld ausgibt, damit ich mehr Arbeit behalte. Und so werden die Besucher mit aktivierter Denkmaschine in das aktuelle Leben des Homo sapiens entlassen. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, meine Damen und Herren, dann empfehlen Sie mich ganz einfach weiter. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, halten Sie ein Goldschuh. Ja, weil niemand interessiert Ihre private Meinung.